Willkommen hier zurück. Scheiße, eigentlich wollte ich. Ich wollte das eigentlich gar nicht. Verdammt. So. Da düsen wir jetzt einfach mal. Da können wir leider nicht durchbrechen. Schade. Ja, ich glaube, das sind so diese Türme von Watch Dogs 1. Die werden wir nach dem Ding einmal hacken. Würde ich sagen. So. Düsen wir erst hier zu diesem neuen Kunden. Oh. Auch nicht schlecht. Ja, das wird eh nichts mehr. So, hoch geht's. Was der auch immer von uns haben will. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist auf jeden Fall ein Sperrbezirk. Wisst ihr was? Scheiße. Okay, wir hauen ab. Wir hauen ab. Suchen uns hier mal. Toll, Verstärkung wurde gerufen. Einen neuen Wagen. Wie den da. Der ist gut. Ja, natürlich. Mach dir da mal keine Gedanken. Halt, wir nehmen den Wagen. Der ist besser. Dein Auto hätte ich gerne. Ja, nu. Danke. Ciao. So, jetzt holen wir den ab, dann verpissen wir uns und dann ist gut. Komm, steig ein. Oh. Übrige Zeit, wo muss der überhaupt hin? Was? 700 Meter? Das packt ja keine Sau, Mensch. Da steht noch unser alter Wagen von vorhin. Das packt doch keiner und schon gar nicht bei dieser kurvigen Geschichte hier. Das kann ich ja gleich vergessen. Ja, wobei 700 Meter. Das durften wir hinkriegen. Wird aber knapp. Ach was, schaffen wir locker, Mensch. Wollen uns wohl verarschen. Gut, herzlich willkommen, Sie sind am Ziel. Ich hoffe, Sie waren zufrieden. Tja, dann gehen wir da mal wieder rauf. Schauen uns den ganzen Spielplatz an und checken, ob wir uns da reinhacken können. Aber normalerweise spricht da nichts dagegen, dass wir uns da einfach dreist reinhacken. Kann man Gott sei Dank immer so ein bisschen mit der Leitplanke mitfahren.
So, da steht wieder unser alter Wagen. Halt, das war ja gar nicht da. Aber da will ich trotzdem rein. Das war jetzt scheiße, ne? Ausrüstungsrad. Elektroschocker. Oh, weia. Ciao. Oh, das scheint dann wohl die Verstärkung zu sein. Dann fliehen wir hier einmal. Fahren gleich einmal links entlang. Jetzt fahren wir halt einen Umweg. Aber jetzt fahren wir diesen Schleichweg entlang, fahren so hoch. Cool, ne? Alter, was fahr ich für einen Scheiß zusammen? Das ist Wahnsinn. Also, holen wir uns hier dieses Überwachungsding. Oh nein, gut. Oh oh, bin schon weg. Ich weiß, ich bin für sowas einfach zu schlecht. Okay, runter da. Die kriegen mich nicht. Koste es, was es, da sind sie ja schon. Pff. Haben sie mich aber übersehen. So, dann checken wir ja trotzdem mal ab, was es da oben denn zu hacken gibt. Hack den Hacker. Kein Bock für so einen Scheiß. Hab was Besseres zu tun. Hey, geiler Wagen. Entschuldigen Sie für den Unfall. Ich bin von der Autowerkstatt. Hey. Willst du etwa? Ja, die will. So, noch Fragen? Ciao, mach's gut. Hab dich lieb. So, für so ein Hacker-Event habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss mich jetzt mit den wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen. Wie zum Beispiel mit dieser Station hier. Okay, komm, wir müssen da doch jetzt irgendwie reinkommen und was hacken können, oder? Genau. Okay, offensichtlich werden hier... Cool. Cool, wir haben ein Online-Event gestartet. Ha. Wie man Punkte erzielen... Jo. Wie man Punkte erzielt und seinen Rang bei Hacker-Invasionen verbessert. Regel für 100% Download gibt es die Höchstpunktzahl, wenn du entdeckt wirst, flüchte, um Punkte zu verdienen.
Wenn du stirbst, erhältst du weniger Punkte. Ziel, finde den Hacker schnell, um Zusatzpunkte zu erhalten. Neutralisiere den Hacker, um mehr Punkte zu verdienen. Ich glaube, eigentlich wollte ich das doch nicht. Okay, dann wollen wir mal. Oh. Ich hoffe, dass es dafür Follower gibt. Schon haben wir uns verfahren. Ach so. Warte mal. Halt mal. Wir fahren da jetzt hin, hacken das Ding und verschwinden und schauen, dass man uns nicht sieht. Ja, so glaube ich, dass es ist. Oh, es war knapp. Es ist schon scheiße, wenn das hier so kurvig ist. So, wir müssen hier im Hackerbereich bleiben. Ich glaube, wir verkacken's. Töte die Zielperson nicht. Ich darf das Opfer nicht angreifen. Schade. Gut, demnach ist die Person verschwunden. Das war's. Da oben haben wir irgendwie ein Smartphone. Das holen wir uns. Schau sich das mal an. Wisst ihr was? Wir fliegen jetzt mit dem Quadrocopter da hoch. Holen wir uns das Ding. Geht wahrscheinlich nicht. War klar. Wir können sowas nur mal im Jumper mitnehmen. Ja, mit dem können wir hier nichts anfangen. Aber ich habe doch da so eine Hebebühne gesehen, ne? Komm weg da, ihr Trottel. Genau, da ist sie, die Hebebühne. Gut. Dann fahren wir da mal hoch. Und fahren das Ding mal ganz brav nach oben. Auch wenn wir nicht so hoch kommen werden. Ja, war klar. Egal, verlassen wir hier erstmal die Plattform, ich glaube. Das schaffen wir nicht. Nee. Das war kacke. Zum Schluss geht es da ganz easy hoch. Oder auch doch nicht. Scheiße. Naja, egal. Was gibt es sonst noch so auf der Karte zu entdecken? Einmal so eine Hacker-Invasion, das ist online. Wir können da mal hingehen und uns Geld holen. Das heißt, wir werden einmal da hochgehen. Da waren wir vorhin ja, glaube ich, auch schon.
Oh, es zieht kein Leben ab, okay. Jetzt fahren wir hier einfach mit dem Moped. Ja, alles gut, alles gut, alles klar. Ciao, bis zum nächsten Mal.